Das Thema heute Morgen lautet gute Gründe, sich für das jüdische Volk zu engagieren. Bitte um Entschuldigung. Gute Gründe, sich für das jüdische Volk zu engagieren. Und ich bin ja mit dem Thema unterwegs und da kommen ja manchmal auch Leute, wenn du so in einem Gottesdienst bist, die sagen, hey, auch interessant da mit Israel und den Juden und so, aber ich bin viel lieber auf Mallorca unterwegs. Ja? Können wir nicht mal so Mallorca-Gottesdienst machen? Ja? Oder andere Leute sagen, hey, muss schon wissen, die großen Nöte dieser Welt, die liegen ganz woanders, zum Beispiel in Galicia, ich bin im Februar wahrscheinlich auch dort wieder und so weiter. Hey, das wäre doch einfach viel wichtiger und warum machen wir so viel rum über dieses Thema und warum haben es manche Christen so arg damit? Und das wollen wir einfach heute Morgen auch ein bisschen beleuchten und bei gute Gründe, das bedeutet ja auch dann zu schauen, welche Art von Gründen gibt es und weil wir in dem Gottesdienst sind, fange ich mal nicht mit der deutschen Geschichte an, womit ihr sicher schon gerechnet habt oder mit irgendwelchen anderen Dingen, sondern wir wollen einfach mal die biblischen Gründe ganz kurz und im Zeitraffer auch betrachten und gehen dazu zurück zu einem Mann, zu Abraham, der da von Gott rausgerufen wurde aus seinem bisherigen Leben, für den Gott eine Riesenerwählung hatte und wo Gott zu ihm in 1. Mose 12 gesprochen hat, gesagt hat, hey, geh in ein Land, was ich dir zeigen werde, ich will dich zu einer großen Nation machen, ja, damals kein Nachkomme in Aussicht und so weiter. Dann die spannende zweite Aussage Gottes, ich will segnen, wer dich segnet und verfluchen, wer dich verflucht. Also Gott hat gesagt, Abraham, obwohl du hier nur ein Mensch bist, eigentlich nur fehlerhaft bist, aber die Einstellung, die Menschen zu dir haben werden und zu deinen Nachkommen, die wird auch über Segen und Fluch entscheiden. Ja, das ist eigentlich ein Hammer, wie Gott sich da an so eine Person und auch was aus dieser Person als Volk entsteht, so bindet, könnte man ja sagen, also irgendwo, ne, der ist ja wirklich sowas von fehlbar und das lesen wir auch bei Abraham und trotzdem dieses starke Wort Gottes, hey, wer dich segnen wird, ja, der wird auch Segen haben und wer dich verflucht, der wird aber auch den Fluch ernten und ohne gleich den Bogen zu weit zu spannen, ich denke, das haben wir in der deutschen Geschichte eben auch erfahren, wo wir wirklich auslöschen wollten, wo wir verfluchen wollten, ist wirklich dann aber auch eine ganze gewaltige Ansammlung von Problemen, Zerstörung. Ja, man kann wirklich sagen, von Fluch auch auf unser Land gekommen. Und hier schon tausende Jahre vorher wird sowas vorausgesagt. Und dann heißt es weiter, durch dich sollen alle Familien, Völker, Stämme, je nachdem wie man das Wort aus dem Hebräischen übersetzt, auf Erden gesegnet sein. Hey, da steht so ein Typ hier irgendwo in der Wüste, hat keine Perspektive, dass er mal ein eigenes Kind hat und Gott sagt, dann sollen aber durch dich alle Völker auf der Erde einen Segen erfahren. Ich vermute mal, er konnte das in dem Moment nicht ganz greifen und man versteht ja die Dinge manchmal erst auch im Rückblick. Und heute wissen wir, hey, es ist großer Segen aus Abraham entstanden, vielleicht der allergrößte Segen, ist nämlich der bekannteste Nachkommen Abrahams, Jesus Christus, ja, der uns hier auch wirklich zum weltweiten Heil und zur Erlösung geworden ist, aber auch noch vieler anderer Segen durch das jüdische Volk. Ja, und wenn wir ein bisschen weitergehen, natürlich mit einer gewissen Geschwindigkeit heute Morgen auch und mal schauen, als der Mose da seine Berufung empfing und dieser Dornbusch brannte und er sagte, ich soll jetzt zum Pharao und wer bin ich eigentlich, wie soll ich mich vorstellen und wer schickt mich hier überhaupt? Da wird ihm gesagt, du sollst sagen, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, er hat mich gesandt. Und es ist auch wieder spannend, dass Gott sich wirklich an diese Familie gebunden hat in all ihrer Fehlerhaftigkeit, dass er seinen Namen mit dieser Familie, diesem Volk verbunden hat und gesagt hat, hey, das ist mein Name, mit der Visitenkarte darfst du auftreten. Ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und das haben nicht Menschen gesagt, die das irgendwo bei Abraham, Isaak und Jakob so ein gläubiges Leben gesehen haben, sondern es wurde Moses so gesagt, hey, das ist der Gott, der hier mit dir unterwegs ist. Das finde ich wirklich mehr als
beachtlich, ja, fast schon ein bisschen furchterregend im positiven Sinne, dass man einfach sagt, Hammer, ja, wie Gott hier einfach mal seine Hand auf eine Family legt und sagt, mit euch will ich was ganz Besonderes machen und nicht nur so ein paar Jahre, sondern wirklich, ne, wir leben ja heute in anderen Zeiten, Jahrhunderte, über Jahrtausende. Und es wurde dann später, als Mose dann in der Wüste unterwegs war, mit dem Volk Richtung Kanaan gezogen ist, von Gott auch noch mal mehr bestätigt, wo er sagt, du bist dem Herrn, deinem Gott, ein heiliges Volk. Ja? Dich hat der Herr, dein Gott, erwählt, dass du ihn zum Volk seines Eigentums wirst aus allen Völkern, die auf dem Erdboden sind. Nicht, weil ihr mehr wert als alle Völker, hat der Herr sich euch zugeneigt und euch erwählt. Ihr seid ja das Geringste unter allen Völkern, sondern wegen der Liebe des Herrn zu euch und weil er den Eid hielt, den er euren Vätern geschworen. Ja, also wirklich, Gott sagt, das Volk ist ab jetzt mein Eigentum, ist mein Volk. Ich riskiere das auch, wenn die sich schlecht benehmen, wenn die mir untreu werden. Da wird auch mein Name dadurch verunglimpft. Ne? Und wir sagen, was haben die denn so besonders? Vielleicht so ein paar Schwaben heute Morgen, wenn man das so hört, dann denkt man, warum hat er denn nicht uns genommen? Ne? Wir sind doch so fleißig und pünktlich und anständig und was man alles immer so über uns denkt. Ne? Und wir spenden doch auch immer für den Herrn. Ne? Und jetzt hat er aber die genommen und Gott gibt die Erklärung, ja, ihr seid eben nicht das Größte, ihr seid nicht das Gewaltigste, ihr seid nicht das besonderste Volk, ja, sondern ich habe mal angefangen, meine Liebe, meinen Bund, meinen Eid euren Vätern zu geben. Hey, und es ist der Hammer, ja, weil es eigentlich hier gar nicht mehr nur noch um Israel geht, sondern es geht darum, dass dieser Gott, über den wir heute Morgen hier so ein paar uralte Zeilen hören, eben hier eine seiner Eigenschaften auch zeigt, nämlich diese lange Treue, diese Zusage, wenn er einmal den Bund auch ausgesprochen hat, wenn er einmal seine Hand auf jemand gelegt hat, wenn er einmal auch gesagt hat, hey, du gehörst zu meiner Familie, ja, dann ist dieser Gott gut und treu und hält fest. Und das ist ein Beispiel, ja, warum so viel Israel in der Bibel, weil Gott uns an einem Volk zeigt, egal wie die Leute sich benommen haben, das hat natürlich nicht seine Begeisterung ausgelöst und da kam auch mal Fluch auf sie rüber und da gab es auch schwierige Zeiten dadurch. Aber wenn Menschen sich für diesen Bund einmal geöffnet haben, dann ist es nie Gott, der diesen Bund dann endgültig aufkündigt, sondern der sagt, ich werde festhalten über Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte und Jahrtausende. Ja? Und hey, sowas begeistert mich, weil ich weiß, ich lebe in heutiger Zeit, ich bin geografisch vielleicht ganz woanders, aber es ist dieser gleiche Gott, der einen Atem hat über diese Jahrtausende an Menschen, an Völkern, an Berufungen, an Plänen festzuhalten. Das ist ein Riesending und das erleben wir, wenn wir anfangen, uns ein bisschen mehr mit diesem jüdischen Volk und auch seinen Anfängen zu beschäftigen, was wir heute Morgen natürlich nur im Zeitraffer tun können. Als Gott seinen Sohn Jesus auf die Erde sandte, da entschied er sich, dass da eben nicht nur Jesus unterwegs ist und unter den Menschen irgendwo was tut und ein bisschen auch zeigt, wie ist so das Herz Gottes, sondern es war die bewusste Entscheidung, dass Jesus in dieses jüdische Volk hineinkommt, dass er das in jüdischer Gestalt tut, dass er dort eben als Jeschua, ja, mit dem erwarteten Titel des Messias, Sohn Davids, Rabbi, König der Juden, Friedefürst, Gott, Meister, Lehrer in den Synagogen, wie sie ihn alle genannt haben, dass es genau dort auch innerhalb dieses Volkes passiert. Und Jesus selber hat dann im Gespräch mit der Frau aus Samaria am Jakobsbrunnen eine ganz heiße Aussage getroffen. Und er hat dieser Frau, die aus einem anderen Volk ist, gesagt, hey, du musst eins wissen, das Heil, es kommt von den Juden. Das ist ein bisschen scharf, ne? Wenn du von dem Volk kommst und dann jemand aus dem anderen Volk eigentlich so sagst, hey, du musst eines wissen, das Heil, es kommt von den Juden. Aber es war Jesus wichtig, dass auch ihr das bekannt ist. Es war Jesus wichtig, dass es auch uns bis in heutige Zeit so überliefert wird. Und auch wieder, wenn wir ganz kurz den Bogen spannen auf unsere deutsche Geschichte, da müssen wir eins sehen. Dass nämlich wir dieses Wort Heil genommen haben in einer gewissen Zeitspanne unserer Geschichte noch gar nicht so lange her. Und dass wir gesagt haben, das Heil kommt auf keinen Fall von den Juden und deswegen die Bestrebungen waren, die auch auszulöschen
und wirklich dieses Volk vergessen zu machen auf dieser Erde, sondern das Heil kommt, ne, wir wollten das ersetzen, von den Deutschen. Und da haben wir bitterböse letztendlich auch dafür bezahlt, dank der großen Gnade Gottes auch Vergebung empfangen. Und trotzdem dieser ursprüngliche Satz von Jesus, das Heil kommt von den Juden, er ist uns einfach auch gesetzt bis in die heutige Zeit hinein. Wir wissen ja, dass Jesus dann am Kreuz gestorben ist, dass er einen neuen Bund eingesetzt hat, dass wir jedes Mal im Abendmahl auch diesen neuen Bund wirklich feiern. Und dann stellte sich natürlich für die ersten christlichen Gemeinden so ein bisschen die Frage. Auch Gemeinden, die ganz weit weg waren von Israel, ja, die gar nichts mit dem Alten Testament und all diesen Dingen von dort zu tun hatten. Hey, was gilt jetzt eigentlich noch aus diesem ganzen jüdischen Programm Gottes, sage ich mal so ein bisschen volkstümlich. Hat das noch irgendwas mit uns zu tun? Jetzt ist doch die Tür aufgekommen, wir sind alle dazugekommen. Wie sieht es denn aus mit der Erwählung Gottes im neuen Bund? Und ich mache es nur ganz kurz. Paulus schreibt in Römer 11, Vers 1, hat Gott etwa sein Volk verstoßen? Das war die Frage, nachdem Jesus ja echt die Tür aufgemacht hat für alle Nationen. Was ist jetzt mit diesem Bund Gottes? Was ist mit dieser ursprünglichen Zusage? Hat Gott sein Volk verstoßen? Und ich bin so dankbar, dass Paulus nicht nur Fragen stellt, sondern auch Antworten gibt. Und er sagt, nein, auf keinen Fall hat er es verstoßen. Gott hat sein Volk nicht verstoßen, das er vorher erkannt hat. Und das schreibt Paulus an die Gemeinde in Rom, die am meisten weg war von Jerusalem, die eigentlich am wenigsten noch zu tun hatte mit diesem ganzen jüdischen Erbe. Der hat gesagt, ich will, dass auch diese neuen heidenchristlich dazugekommenen christlichen Gemeinden, dass die wirklich wissen, es gibt hier einen Ursprung. Ja, und er schreibt ihnen, hey, du musst eins wissen, neue christliche, dynamisch, charismatisch fröhliche Gemeinde in Rom oder vielleicht war sie auch ein bisschen evangelikaler, ist ja völlig egal. Aber eines musst du wissen, nicht du trägst die Wurzel, ja, mit deiner ganzen Dynamik und Begeisterung, die du heute hast und die man sehen kann an der Frucht, sondern unter dir ist eine Wurzel in dieser Frucht und diese Wurzel, sie trägt dich. Und ihr Lieben, es lohnt sich wirklich, diese drei Kapitel aus dem Römerbrief, Römer 9, 10 und 11, auch mal anzuschauen. Die Deutschen lieben den Römerbrief, die Protestanten legen ihn aus seit Jahrhunderten mit allergrößter Begeisterung, seit Martin Luther. Aber oft hört so im achten Kapitel ein bisschen auf, weil der gute Luther nämlich auch über Kapitel 9 und 10 gesagt hat, das erschließt sich mir irgendwie hier nicht so ganz und ich bin da so ein bisschen im Dunkeln. Das merkt man dann auch an seiner entsprechenden Theologie den Juden gegenüber. Und ich möchte euch da einfach einladen, nehmt euch nochmal die Zeit und seid auch hier wirklich offen für das, was Paulus den Christen geschrieben hat und ihnen mitgeben wollte. Ja, wir wissen dann, dass kurze Zeit, nachdem Paulus diese Zeilen geschrieben hat, ungefähr im Jahr 70 nach Christus, Jerusalem auch zerstört wurde, die Juden vertrieben wurden über die ganze Welt hinaus, dass es gleichzeitig aber auch schon diese Verheißungen gab, hey, es wird eine Zeit kommen, wir können das bei Jeremia, bei Hesekiel, auch in vielen anderen Büchern, bei Daniel nachlesen, es wird eine Zeit kommen, wo ich sie wieder sammeln werde aus den Nationen heraus, wohin sie gezogen sind, wo ich sie sammeln werde von allen Seiten, wo ich sie wieder in ihr Land bringen werde. Hey, und ihr Lieben, dieser Gott, der diesen tausende Jahre haltenden Bund ausgesprochen hat, er hat es nicht gleich erfüllt, er hat es nicht in Kürze getan, aber wir leben heute in diesen Zeiten, wo diese alte Verheißung damals schon gegeben sich erfüllt und die Juden wieder zurückkommen aus der ganzen Welt, wo Menschen nach fast 2000 Jahren Vertreibung und Leben in der Diaspora noch wissen, wir sind Juden, unsere Heimat ist in Israel, irgendwo in äthiopischen Bergen sitzen, vielleicht nicht mal lesen und schreiben können, aber am Sabbat ihren Gottesdienst feiern und ihre Herkunft über so eine lange Zeit bewahrt haben. Und es ist eine große Freude, dass wir mithelfen können, dass wir aktiv da auch dabei sein können, wenn es darum geht, Juden zu unterstützen, dass sie in das Land ihrer Vorväter wieder zurückkommen können. Denn ihr Lieben, der einzig wirklich sichere Ort für Juden auf dieser Erde ist eben in Israel.
Ein Land, wo manche sagen, naja, ist ja nicht so sicher, da fliegen auch ein paar Raketen. Aber der einzig sichere Ort für Juden auf dieser Erde, der einzige Staat, der sie wirklich beschützt, wo sie zumindest wissen, der Staat ist auf unserer Seite, ja, und es kann eben nicht einfach hier jeder kommen und angreifen, das ist wirklich in Israel. So traurig das ist, auch angesichts aller antisemitischen Entwicklungen in unserer Zeit. Das war jetzt einfach mal kurz so paar biblische Ausschnitte, ja, die man natürlich stundenlang und an Seminaren auch mal richtig vertieft angehen könnte, die uns zeigen, zuallererst so eine Liebe, so eine Zuneigung zum jüdischen Volk, das hat biblische Gründe. Das hat Gründe, weil wirklich Gott hier einmal etwas ausgesprochen hat und weiterhin festgehalten hat. Was für eine Wahnsinnstreue. Ja, aber andere Gründe finden sich auch in dem, was Gott heute in diesen Tagen tun möchte. Er möchte nämlich dieses Volk nicht nur nah an seinem Herzen haben, er möchte es auch erreichen, er möchte die Augen öffnen, auch für diesen Messias, der aus ihrer Mitte ja eigentlich schon gekommen ist. Und schon Paulus war ein begeisterter Prediger dieses Messias unter seinem jüdischen Volk. Da gibt es ja manchmal theologische Diskussionen, darf man das eigentlich noch und sollte man das und ist das nicht befremdlich? Aber wir sehen, für Paulus war das sehr wichtig und er sagt, ich schäme mich des Evangeliums nicht. Den Vers kennt fast jeder, es ist doch Gottes Kraft zum Heil jedem Glaubenden, den Juden zuerst als auch den Griechen. Das waren die Prioritäten des Paulus. Hey, den Juden will ich das zuerst predigen und bringen und dann auch den Griechen und den Heiden und diesen ganzen anderen Völkern. Und ihr Lieben, heute haben wir es manchmal andersrum. Wir sind auf der ganzen Welt unterwegs. Ich kenne auch so viele Missionswerke, bin mit vielen verbunden. Wir coachen die teilweise und so weiter. Echt spannende Geschichte. Wir sind auf der ganzen Welt unterwegs. Manche machen überall was, nur nicht in Israel. Ja, die sagen, wir sind die Missionsbewegung. Und dann kommen so ein paar Israel-Freunde, die machen nur was in Israel. Und sagen, hey, die ganze Welt ist auch spannend, was passiert, aber der Herr in seinem heiligen Land. Und ihr Lieben, wir müssen sehen, diese zwei Bewegungen, die sich in unseren Tagen so ein bisschen manchmal außerhalb voneinander befinden und auch polarisieren, das war für Paulus überhaupt keine Frage. Hey, wir machen was unter den Juden und wir machen was unter den Griechen. Für ihn liefen diese Dinge noch zusammen. Und das finde ich auch spannend, vielleicht auch einer unserer Aufträge, das auch Gemeinden heute ein bisschen nahe zu bringen. Nicht entweder oder, ja, nur noch eins oder nur noch das andere, sondern das ist diese weltweite Sicht unseres Herrn. Und warum gibt es auch evangelistische Gründe, wenn wir über Israel und die Juden reden? Weil Paulus in Römer 11, Vers 25 sagt, ich will nicht, Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt sei, damit ihr euch nicht selbst für klug haltet. Verstockung ist Israel zum Teil widerfahren, bis die Vollzahl der Nationen hineingekommen sein wird. Und so wird ganz Israel gerettet werden. Was ist hier passiert? Ja, es gibt auch wie so eine geistliche Mauer, ja, die auch verhindert, dass das Volk, das eigentlich aus dem das Heil gekommen ist, das Volk, das uns eigentlich den Messias gebracht hat, genau sie verstehen es irgendwo nicht. Und Paulus erklärt es schon zu seiner Zeit und da hat sich seitdem nicht viel verändert. Er sagt nur, diese Verstockung, sie hat ein Ende. Wenn nämlich die Vollzahl der Nationen in Gottes Reich hineingekommen sein wird, aus den Völkern, aus Südafrika, aus den Enden der Erde, aus den Dschungeln und aus den Amazonasgebieten und was weiß ich, wo jeder so lebt, auch von den Eskimos hin bis in die Wüsten. Hey, wenn die Vollzahl der Nationen hineingekommen sein wird, dann wird auch Offenbarung geschehen, dann wird auch Israel gerettet werden, dann werden sie hier eine große Berührung Gottes erfahren. Und ihr Lieben, auch das ist einmalig, dass die Bibel sagt, hey, da wird ein ganzes Volk von Gott nochmal berührt. Das wünsche ich mir ja auch für Deutschland, das wünsche ich mir hier für uns in Europa, das wünsche ich mir für viele Volksgruppen dieser Erde. Aber die Bibel sagt, hey, Israel wird es treffen, dass sie hier nochmal eine besondere Offenbarung bekommen werden. Und jetzt kann man das lesen und sagen, naja, wenn der Herr das will, dann kommt es halt irgendwie. Aber man kann auch sagen, lasst uns da mitmachen oder wie ihr das auch liebt, mitgestalten, ja, dieses Wort an dieser Stelle. Lasst uns diejenigen unterstützen,
die heute unter Juden auch arbeiten und kultursensibel, ja, und nicht mit einer Arroganz oder irgendwie so einer christlichen Überheblichkeit, sondern wirklich einer dienenden und einer herzlichen und barmherzigen Haltung, ja, die auch in Israel unterwegs sind und dort Gemeinden bauen. Wir freuen uns da, dass in den letzten Jahrzehnten ungefähr 300 messianische Gemeinden, Gruppen, Hauskreise und so weiter entstanden sind, wo Jesus angebetet wird. Ja, manche ganz traditionell, noch sehr stark verhaftet im Auftreten und im Handeln, wie im dritten Buch Mose. Und hey, wenn ihr das so macht, Halleluja. Andere wirklich lebendig, frei, westlich, ja, keine Ahnung, ob Doxa Deo schon in Israel was macht, aber das wäre ja auch mal eine Sache, wo vielleicht zur richtigen Zeit Gott eine Tür öffnen wird. Ja, andere russischsprachig aufgrund der Einwanderer, andere äthiopischsprachig, natürlich auch arabisch sprechende Gemeinden, ja, sind in diesem Land entstanden. Jesus wird gepredigt. Und es ist nicht einfach, da gibt es auch viel Widerstand. Aber ihr Lieben, das gehört auch zu diesem Thema zu sagen, hey, wir wollen, dass Israel gesegnet wird. Wir wollen auch, dass sie erkennen dürfen, es gibt diesen Messias. Ja, er ist derjenige, der auch hier eben wirklich für alle gekommen ist und vor allem auch für sein eigenes Volk. Und es gibt natürlich auch eine junge Generation in Israel, sie ist nicht mehr geprägt gegenüber dem, hey, die Christen haben uns alle in die Lager gesteckt und so weiter. Das sind neue Generationen, die auch kulturverständigend viel mehr auf uns zugehen als die Leute, die aus den Lagern damals gekommen sind. Und diese jungen Leute, die haben gesehen vor Corona, ja, im Moment war jetzt ein bisschen Pause, aber die haben gesehen, hey, da kommen jedes Jahr Millionen, Hunderttausende in unser Land auf den Spuren von Jeschua. Ja, die wollen nicht nur das Grab von Abraham und von David und noch so ein paar alte Felsensäulen ansehen, die wollen da rumlaufen, wo dieser Jude Jeschua gelebt hat. Und da sagen junge Leute in dem Land, und wir, was wissen wir denn über den? Ja? Unsere Rabbiner sagen uns überhaupt nichts. Ja, das ist voll der Held außerhalb Israels, aber der kommt aus uns, wir wissen nichts. Menschen fragen nach, Menschen studieren. Heute im Internet kriegt man auch relativ schnell mal so eine Info. Hey, wenn wir an Israel denken, ihr Lieben, dann geht es wirklich auch darum zu sagen, lasst uns für geistliche Aufbrüche beten und schauen und mitwirken, dass Gott dieses Land, dieses Volk auch berührt. Ein Herz für Israel zu haben, das hat natürlich auch historische Gründe. Denn wie lange gibt es Juden schon in Deutschland? 1700 Jahre wird dieses Jahr gefeiert. Das heißt 1700 Jahre, wo erstmals urkundlich nachweislich erwähnt wurde, dass jüdische Menschen, die in Köln schon lange vorher gelebt haben, ab diesem Moment auch in die Stadtversammlung hinzukommen durften. Ja, die durften also praktisch auch Stadträte werden. Das setzt aber voraus, die waren schon länger da, die waren bekannt. Man musste nur die Regel ändern, dass sie das werden konnten. Hey, so lange haben wir nachgewiesenes jüdisches Leben in Deutschland. Und mal ganz ehrlich, ich weiß nicht, wo meine Vorfahren vor 1700 Jahren unterwegs waren. Ich weiß aber ziemlich sicher, religiös, ja, unsere Germanen-Urväter hier, ja, die Bäume angebetet haben, die irgendwo im Animismus verhangen sind, wo es teilweise auch Menschenopfer gegeben haben. Wir wissen ziemlich sicher, vor 1700 Jahren waren die noch nicht mit dem Evangelium so erreicht, wie wir das uns heute vielleicht mal so ein bisschen sozialromantisch vorstellen. Aber vor 1700 Jahren wurde in unserem Land, in Köln und auch schon in anderen Orten, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs angebetet. Und deswegen, wenn manche Leute fragen, ja, gehört denn diese Religion zu Deutschland und gehört diese Religion zu Deutschland, da kann man lang diskutieren und ich würde das Thema heute Morgen in diesem Rahmen nicht eröffnen, aber ich würde eine Antwort geben. Also wenn man sagt, gehört das Judentum zu Deutschland, dann müssen wir sagen, sowohl historisch als auch geistlich, als auch von unserer ganzen Zivilisationsentwicklung, da sind wir miteinander verbunden. Aber da müssen wir auch ganz ehrlich sagen, 1700 Jahre jüdisches Leben in unserem Land, das bedeutet leider auch 1700 Jahre Antisemitismus, der in unterschiedlichen Prägungen und zu verschiedenen Epochen sich auch unterschiedlich stark ausgewirkt hat. Ja, auch hier die Stadtgeschichte von Stuttgart kennt hier verschiedene Epochen. Es lohnt sich da auch mal tiefer reinzuschauen. Aber unser Antisemitismus hat eine lange Tradition und wir müssen auch mal ehrlich sein an dem Punkt, er hat auch in kirchlichen Kreisen eine gewisse Tradition und deswegen ist nicht nur Grund zum Feiern, sondern auch zu sagen, hey, nach 1700 Jahren, in denen Juden sich selten sicher geliebt, angenommen und wertgeschätzt in unserem Land gefühlt haben,
sollten wir schauen, dass die Dinge sich ändern. Historisch sind wir natürlich auch verbunden durch alle Dinge aus dem Nationalsozialismus, als 6 Millionen Juden durch Deutschland und seine Verbündete umgebracht wurden, als nur 1/3 des jüdischen Volkes überlebt hat, als die Alliierten zum Glück 1945 diesem furchtbaren Treiben unseres Volkes ein Ende gesetzt haben, weil stellt euch vor, das wäre noch ein paar Jahre weitergegangen, Adolf Hitler wäre seinem Ziel nahegekommen, wirklich alle Juden auszulöschen. Und die Dramatik unserer Zeit ist, dass es ja immer noch Staaten auf dieser Erde gibt, die dieses gleiche Ziel Hitlers 1:1 wörtlich übernehmen und sagen, es ist für uns heute im 21. Jahrhundert eines der obersten Staatsziele, dass der Judenstaat zerstört wird, alle ins Meer getrieben werden, das beendet wird, was Adolf Hitler begonnen hat. In dieser Welt leben wir nach wie vor, es hat sich nur geografisch etwas verschoben. Ja, deutscher Antisemitismus ist leider auch kein Phänomen der Vergangenheit, sondern es ist eine aktuelle Sache. Und ich darf euch einladen, wenn man sagt, hey, wir wollen Gestalter sein, auch hier gegen Antisemitismus als Christen, als Gemeinde, als Verein aufzustehen, eben nicht die gleichen Haltungen zu haben, wie wir das vor langer Zeit hatten, als schlimme Dinge gegen Juden geschahen in unserem Land und die meisten Leute, auch die meisten Kirchen, einfach weggeschaut haben. Wir haben jetzt nächste Woche das Gedenken an die Reichskristallnacht. Das ist auch ein Grund, warum wir den Gottesdienst so ein bisschen heute zeitlich vom Datum her gelegt haben. Und die größte Katastrophe ist nicht nur, was den Juden angetan wurde, sondern wie viele wirklich so getan haben, als bekommen sie es nicht mit. Und wenn in diesen Tagen Antisemitismus bestimmt nicht in der Intensität einer Reichskristallnacht, aber sich auch in Deutschland immer wieder manifestiert. Wir auch hier in Ulm ja den Brandanschlag auf die Synagoge hatten, auch hier in Stuttgart, redet mal mit unseren jüdischen Mitbürgern, wie sicher sie sich fühlen in ihren Einrichtungen, in ihren Schulen, bei ihren kulturellen Veranstaltungen, was die für Briefe bekommen, was die so alles aushalten müssen, auch im Netz. Hey, lasst uns dagegen aufstehen. Ja, lasst uns hier einfach auch nochmal eine andere Haltung haben. Und überall, wo offener Antisemitismus auf unseren Straßen stattfindet, können wir als Leute, die in der gleichen Wurzel drin hängen, ja, wie wir vorhin theologisch gesehen haben, einfach auch nicht schweigen. Ein Herz für Israel oder auch für das jüdische Volk zu haben, das hat, und mit dieser Sache möchte ich auch abschließen heute Morgen, das hat auch für säkulare Menschen verständliche Gründe. Ja, also man muss nicht nur Bibelleser sein, um sich hier irgendwo ein bisschen zu begeistern, sondern es gibt Dinge, sie sind einfach ersichtlich, wenn man ein bisschen nachdenkt. Hier die Lage und Größe des Staates Israels, umgeben von muslimischen Ländern, die unterschiedlich feindlich gesinnt sind. Wir wollen hier auch nicht alle in einen Topf schmeißen. Da gibt es auch Färbungen hier in Äthiopien und so weiter. Ein Land, was jetzt nicht mehrheitlich muslimisch ist. Aber wir sehen einfach, von wem ist Israel umgeben? Wer unterstützt diesen Staat? Wer freut sich, dass dieses Land existiert? Wer freut sich, dass Juden aus aller Welt dort einsammeln können? Hey, da haben wir wirklich eine historische Verpflichtung, dass die Sicherheit Israels nicht nur deutsche Staatsräson ist, ja, sondern auch Staatsräson der deutschen Bürger, dass wir hier wirklich auch bereit sind zu sagen, Leute, es ist eben nicht ein Land wie jedes andere und dann schauen wir mal, was da los ist und ob man da irgendwo helfen muss, sondern dass man sagt, es ist ein Projekt, was auf jeden Fall erhalten und gefördert werden sollte, selbst wenn es durch Waffenanschläge Staatschefs dieser Welt bedroht ist. Ihr seht hier gerade ein Bild von den Raketen, die geflogen sind. Also es ist jetzt keine Silvesterfeier hier auf dem Bild, sondern das waren eben diese 4000 Raketen, ja, die einfach in unserer modernen Zeit auch noch gar nicht so lange her aus dem Gazastreifen geflogen sind. Viele von denen wurden technisch abgefangen. Aber ihr Lieben, ich möchte gar nicht wissen, wie wir drauf wären, ja, wenn nur 10 Raketen fliegen würden hier aus unserer Nachbarschaft. Das können wir uns nicht vorstellen. Geht mal nach Israel, geht mal in den Gazastreifen, redet mal mit den Leuten, die da jeden Tag irgendwelche Brandbomben erleben oder andere Sachen, die da rüberkommen. Ja, das bringt uns einfach auch nochmal in eine andere Perspektive rein. Und das ist auch ein Grund, wirklich diese
Solidarität mit Israel auch zu üben. Ja, Israel ist auch heute nicht nur gelobtes Land mit Milch und Honig, ja, weil wir würden vielleicht sagen, Milch und Honig, das haben wir auch selber inzwischen. Es ist gelobtes Hightech-Land, ja, vielleicht für die Jugend nochmal interessant, nach Israel geht man auch nicht nur, weil man eben da alte Gemäuer findet, wo früher mal was stattgefunden hat. Dort ist die Technik der Zukunft. Als ich heute Morgen meinen USB-Stick hier reingesteckt habe, da werde ich dann auch daran erinnert, es wurde auch von Israelis erfunden. Die ganze Automobilindustrie hier in unserer Gegend macht Start-ups mit den Israelis. Könnte man auch länger drauf eingehen. Die Juden, sie, bitte? Ja, vielen Dank. Die Juden, sie sind auch gelobtes ökologisches Land geworden, Riesendiskussion, Sauerstoff, CO2 und so weiter. Hey, ein Land der Erde, ja, seit Jahrzehnten vergrößert jedes Jahr seine Grünfläche und baut Wüstenflächen ab, obwohl sie fast kein Wasser dafür haben. Und das ist Israel, da kann man viel lernen. Ich komme ja aus dem Entwicklungsbereich auch raus. Israel heute mit seiner Wassertechnik hilft weltweit, unterstützt in Afrika, aber auch schon in Südeuropa, wo das Wasser knapp wird. Die können 70-80% des Abwassers wieder nutzbar machen. Ja, also das, was du da ins Klo runterspülst und in deiner Spüle so rausläuft, das wird für die Menschen wieder hergestellt. Das ist israelische Technik, die weltweit gefragt ist. Und wenn man dann sagt, hey, wie konnte denn Abraham und seine Nachkommen zum Segen werden? Es wird so viel erfunden in diesem Land. Das ist wirklich eine spannende Sache. Israel auch gelobtes Reise- und Urlaubsland. Seit 1. November kann man wieder hin. Und ich lade euch auch ein, Reise nach Jerusalem ist nicht nur ein Spiel für einen Kindergeburtstag. Ja. Macht's mal selber, klingt euch mal ein, macht doch als Gemeinde mal so eine Tour. Geht mal mit den Pastoren und Ältesten oder wer noch mitkommen möchte, ne, oder so auf so einer Reise nach Südafrika, dann bucht halt mal über Tel Aviv und bleibt da auch noch mal 2-3 Tage. Ja, dann seid ihr da auch noch mal dabei. Was haben die Juden dieser Welt gegeben? Ja, wie hat sich das erfüllt, was ich anfangs gelesen habe? Du sollst ein Segen sein für die ganze Welt. Wir haben Zivilisation, Rechtsprechung empfangen, das, was uns heute im Rechtssystem auch prägt, ja, fußt auf den alten Zeilen, die wir im Alten Testament nachlesen können. Wir haben Ethik, das Konzept von Nächstenliebe, was wir denken, so humanistische Geschichte hier aus unseren Breitengraden. Hey, es kommt alles von den Juden. Wir haben eine 7-Tage-Woche mit einem Ruhetag, den wir heute hoffentlich alle genießen können. Ist auch eine Erfindung von dort. 0,2% weltweite Judenbevölkerung, also ziemlich wenig, stellen mehr als 30% der Nobelpreisträger auf dieser Welt über die Jahrzehnte gerechnet. Das ist auch eine besondere Sache. Da gibt es atheistische Studien, ja, also Leute, die gar nicht an Gott glauben, die sagen, weil die Juden da schon als Kinder so viel lesen müssen, in Klammer die Schrift, deswegen sind die später besser drauf und bringen wissenschaftlich bessere Ergebnisse und so weiter. Ist einfach mal lustig, auch sowas zu lesen. Hey, was Forschung, Innovation anbelangt, Security-Informationen, die wir in Deutschland auch bekommen, die Anschläge vereiteln. Es ist die einzige Demokratie im Nahen Osten, der einzige wirklich existierende Rechtsstaat. Die schmeißen ihre oberen Politiker in Knast, wenn die korrupt waren. Das siehst du in der ganzen Region nirgendwo, siehst schon in Europa nicht mehr in der gleichen Intensität. Pressefreiheit, auch der einzig sichere Staat für Christen im Nahen Osten, ist einfach auch Israel. Und ihr Lieben, ich möchte mich ganz herzlich bedanken, dass wir da heute Morgen auch ein bisschen drüber reden können. Wir geben uns auch Mühe, da mitzugestalten, indem wir ein Heim für Holocaust-Überlebende auch betreiben. Es ist eins vorgerutscht, ja, in Haifa, da kann man auch Freiwilligendienste übrigens machen für junge Leute, indem wir armen und kranken Menschen oder Leuten in Notsituationen in Israel helfen, indem wir Schutzbunker bauen. Und auf diesem Bild seht ihr das, hey, deutsche Christen zahlen einen Schutzbunker, ein jüdischer Rabbi baut die Dinger, es lohnt sich echt, den mal kennenzulernen. Und dann gehen wir auch teilweise in arabische Dörfer, es wird auch Moslems zur Verfügung gestellt. Und ich denke, das hat so ein bisschen was von Gottes Gedanken auch, dass seine Güte allen Menschen nah sein soll. Das gilt auch für Israel. Wir helfen bei der Einwanderung und der Rückkehr ins Land der Vorväter. Wir führen einmal im Jahr auch das Laubhüttenfest durch in Israel mit tausenden Teilnehmern, wo Christen und Juden zusammen dann auch Gott feiern. Wir machen Solidaritätsveranstaltungen, arbeiten auch mit Yad Vashem. Ihr Lieben, und heute Morgen möchten wir uns einfach
ganz arg bedanken, auch für alle Hilfe, für alle Spenden. Ich habe verstanden, da draußen steht irgendwie dann an unserem Büchertisch so ein Kollektenkorb oder was auch immer. Und ich würde vorschlagen, was wir jetzt hier wenige Tage vor diesem Gedenktag der Reichskristallnacht einsammeln, wer da was geben möchte, das schicken wir alles eins zu eins in das Heim für die Holocaust-Überlebenden. Also keine Spesen oder Fahrtkosten oder irgendwelche Stromrechnungen, die muss man auch alle bezahlen, aber das wollen wir eins zu eins alles nach Israel schicken. Ja, was ich richtig gut finde, ist, dass wir nicht nur heute Morgen ein bisschen so durch die Bibel und andere Bereiche schauen konnten, sondern es kam der Vorschlag von der Gemeinde, lasst uns noch beten. Ja, lasst uns das richtig auch nochmal im Gebet bewegen, ihr Lieben. Und ich darf dich bitten, einfach dazu nochmal nach vorne zu kommen. Es ist ja auch biblischer Auftrag, ja, betet für den Shalom, für das Wohlergehen Israels. Und ich finde es spannend, wenn heute Morgen von Stuttgart eben auch nochmal Segenströme fließen können nach Israel durch unsere Gebete. Ist auch spannend von diesem Ort aus, denn diese Schule hat auch nochmal so eine besondere Beziehung zu Israel, zum jüdischen Volk aufgrund verschiedener Faktoren. Also da haben wir richtig hier auch die Räumlichkeiten dazu erwischt. Lasst uns hier von der Schule, von der Doxa Deo-Gemeinde heute Morgen nochmal Segen fließen lassen. Und ich würde euch drei Beispiele oder Punkte einfach mitgeben, die auch damit was zu tun haben, was wir gehört haben. Lasst uns für die Sicherheit Israels beten, ein Dauerthema, für die Sicherheit der jüdischen Menschen. Lasst uns beten, dass Anschläge vereitelt werden, vorher rauskommen, dass Gott auch sein Volk bewahrt, dass Frieden im Nahen Osten einkehrt, dass die Friedensverträge, die Israel auch in diesen Wochen und Monaten mit arabischen Nachbarn erstmals abschließt, dass sie wirklich greifen, dass diese ganze Region auch verwandelt werden kann. Zweitens, lasst uns um geistliches Wirken beten, was wir hier auch hatten, echt um Durchbruch des Evangeliums, auch um, lasst uns beten für deutsche Persönlichkeiten, die in Israel unterwegs sind, um zu verkündigen, um diakonisch tätig zu sein, um Menschen auch zu segnen. Und drittens, lasst uns doch auch beten, weil wir hier in Stuttgart sind, dass wir hier aus dieser Stadt auch erleben können, dass Partnerschaft mit Israel geschieht. Vielleicht kann da städtepartnerschaftlich und in anderen Bereichen noch einiges ausgebaut werden. Kulturaustausch, Freizeit, Sportaustausch, was weiß ich. Hey, da ist noch was drin. Da kann selbst Stuttgart noch ein bisschen zulegen. Und es fände ich spannend, wenn wir das auch Gott bringen und sagen, da wollen wir doch auch sehen, wie hier in unserer Stadt die Dinge noch mal ein bisschen intensiviert werden. Und ich weiß nicht, wie ihr sonst so betet, ja, aber wir sitzen ja alle schon so ein bisschen getrennt, also hygienemäßig passt. Steht doch einfach auf, wenn das für euch okay ist, und schnappt euch euren Nachbarn oder jemand gegenüber mit dem gewohnten Abstand. Bringt diese Dinge vor Gott, und ich denke, wir beide würden das dann auch im Gebet abschließen. Und das finde ich richtig gut, dass wir nicht nur die Infos rüberbringen, sondern jetzt auch nochmal im Gebet mit der Kraft Gottes, die im Raum ist, Segen für Israel werden. Ja, vielleicht noch ergänzend dazu, Christoph, lasst uns diese Zeit jetzt nehmen zu beten. Ihr könnt im Hintergrund schon ein bisschen spielen, und wir wollen dann unser Gebet wirklich abschließen mit einem Segenslied, und lasst uns das wirklich auch vom Herzen her und in die geistliche Welt hinein singen und über Israel auch hinaus singen, dass Gott wirklich dieses Volk segnet.